Aber man sah daran, dass es eine AfD-Gruppe ist, fehlerfrei geschrieben, alles lesbar, vernünftige Satzgestaltung und Zeichensetzung. Ich glaube, bei Gruppen, die die Grünen besuchen, sieht das anders aus. Die malen wahrscheinlich nur Bildchen. Wo wäre mein Vorteil, wenn ich jetzt Frau würde? Eher in Rente? Ist das noch? Mir würde die Tür aufgehalten. Ja. Öfter mal. Das mir würde in den Mantel geholfen. Ja. Und solche Geschichten. Eher in Rente ist, glaube ich, vorbei. Ist ja. Vorbei, ja. Habe ich verpasst. Schade. Ja, also keine Doppelbesteuerung. Richtig. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Kein Grund, hektisch zu werden. Nee. Auch wenn wir so ein bisschen unter Zeitdruck sind. Diesmal wieder von der Fraktionsebene, ne? Unter der Kuppel und neben der Kuppel und überhaupt überall Kuppeln. Und ein neues Format heute. Ja. Weil wir Besuch haben. Ja, genau. Wir haben Besuch im Moment. Unsere Besuchergruppe aus dem Bereich, ich glaube, es sind hauptsächlich Menschen aus Gera und Greiz diesmal da. Die sind heute in aller Frühe, ich glaube um 6 oder so, losgefahren mit dem Bus nach Berlin, sind jetzt hier bei uns, haben uns in Berlin gerade besucht. Du hast ein bisschen Rede und Antwort gestanden. Der Tino war da, hat auch ein bisschen Rede und Antwort gestanden. Genau. Aber die das lange, war nett. Sehr nett. Tino ist immer sehr nett. Die lange, lange Busfahrt haben alle genutzt, um eine Frage aufzuschreiben, die sie dir stellen wollen, die wir hier beantworten. Genau. Und wie ging es dann weiter? Und wir, weil wir jetzt schlecht 50 Fragen, 50 Antworten machen können, ungefähr 50 Leute sind in der Besuchergruppe, haben wir mal 5 gezogen. Ja. 5, die auch so mutig waren zu sagen, wir stehen nach wie vor zu der Frage und wir blenden auch gleich dann ein, wer die Frage schriftlich formuliert hat, die du in deiner gewohnt charmanten Art und Weise jetzt vorlesen wirst und ich versuche die in aller Kürze zu beantworten. Es war alles sehr transparent und ordentlich. Absolut. Wir fangen mal kommunal an. Und wir haben auch gesagt, Entschuldigung, ich habe ein paar Fragen gezogen und auch fast leider schon überflogen. Also so richtig spontan sind die nicht mehr. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Ja. Ich werde ja auch nicht jünger. Aber man sah daran, dass es eine AfD-Gruppe ist, fehlerfrei geschrieben, alles lesbar, vernünftige Satzgestaltung und Zeichensetzung. Ich glaube, bei Gruppen, die die Grünen besuchen, sieht das anders aus. Die malen wahrscheinlich nur Bildchen. Das ist auch schön unter Umständen. So. Wir fangen mal kommunal an. Okay. Und zwar wurde die Frage gestellt, am 26.05. stellen wir Gera wieder auf die Füße. Was ist am 26.05.? Da ist unter anderem die Kommunalwahl auch in Gera. Ja. Also Kommunalwahl plus Wahl des Oberbürgermeisters. Und weiter geht's. Am 1.09. ebenso unser Thüringen. Was ist da? Da ist die Landtagswahl, nicht nur in Thüringen, sondern ja auch noch in Sachsen. Aber das ist eine Thüringer. Hier geht's auf Thüringen. Hier geht's um Thüringen, genau. Wie kämpfst du im Bundesvorstand für ein maximales Abschneiden unserer AfD zur Wahl? Genau, jetzt hätte man fragen können, was machst du in Gera und in Deutschland und im Bundestag? Die Frage bezieht sich auf den Bundesvorstand. Was machen wir da? Wir haben natürlich die Planung für die EU-Wahl, die kommt da jetzt nicht vor, die ist ja am 8. Juni vorbereitet, die ja parallel weitestgehend läuft auch zum Kommunalwahlkampf und auch schon so ein bisschen vorbereitend ist zum Landtagswahlkampf. Also da sind wir dabei, wir haben Plakate gemacht, wir haben die Strategie festgelegt, wir haben die Medienstrategie festgelegt mit Filmchen und solchen Geschichten. Das mache ich im Bundesvorstand. Ich habe ja schon Filmchen gemacht. Du warst auch beteiligt, genau. Dann bin ich natürlich auch unter anderem als Bundesvorstandsmitglied sehr viel unterwegs, nicht nur in Thüringen, aber also auch über Thüringen hinaus, aber auch in Thüringen. So, jetzt wird ein vernünftiger Satz draus. Also eigentlich überall immer versuchen zu helfen, zu unterstützen. Wir haben sehr viele Anfragen, leider mussten wir auch die eine oder andere ablehnen, aber das sollte eigentlich alle AfD da machen, raus auf die Plätze, ran an die Menschen und denen erklären, dass wir für gute Politik stehen und mit dem Gewurstel, was die anderen seit Jahren machen, aufräumen und aufhören wollen. Ich meine ja auch immer lieber 6 Veranstaltungen mit einem MdB als eine Veranstaltung mit 6 MdB. Sehe ich genauso. Ausnahme vielleicht, wenn man eine riesengroße Veranstaltung mit tausenden Leuten hinbekommt, da kann man das vielleicht mal machen, aber ansonsten ist es tatsächlich besser, auch am Tag vielleicht 2 kleinere Veranstaltungen zu machen, um mit mehr Leuten ins Gespräch zu kommen, weil man kann ja auch im Nachgang zur Veranstaltung mit E-Mail, per Telefon noch ein paar Sachen klären. Das ist wichtig. Also raus auf die Straßen, auf die Plätze, an die Menschen und die Menschen, den Bürgern erklären, wofür wir stehen. Wie ist das im Bundesvorstand? Sieht der so die Priorität von Kommunalwahlen oder ist das dem Bundesvorstand viel zu klein? Das hat mit klein und groß nichts zu tun, aber wir haben jetzt in vielen Bundesländern, ich weiß gar nicht, 8, also in vielen Bundesländern sind Kommunalwahlen, da gibt es also tausende von Kandidaten, in hunderten, wahrscheinlich auch tausende von Ortsteilräten, Stadträten, Kreistagen und so. Und da kann der Bundesvorstand sich jetzt schlecht im Detail drum kümmern, zumal ja die Leute vor Ort auch am besten wissen, was los ist. Wir können die groben Linien vorgeben, wir können ein bisschen die Finanzen unterstützen, die Landesverbände unterstützen, damit die wiederum die Kommunen unterstützen können. Aber der Bundesvorstand kann sich jetzt nicht mal um so Metropolen wie Gera kümmern. Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Kommunalwahl die wichtigste Wahl dieses Jahr, weil da geht es ja wirklich darum, dass man ganz konkret Verantwortung übernehmen muss. Ja, genau. Also es geht
darum, dass man sagt, okay, der neue Oberbürgermeister von XY, der ist von der AfD und der trifft wirklich Entscheidungen. Ja? Richtig. Und der Stadtrat so und so ist also, sag ich mal, von der AfD dominiert, die AfD stärkste Fraktion, auch ganz wichtig. Man kennt ja die Leute auch, die wohnen teilweise neben einem, wenn man bei Kommunalwahl die Kandidaten wählt. Das ist eine ganz andere Ebene als EU-Wahl, wo es ja in deutschlandweit für uns zwischen 15 und 25 Abgeordneten irgendwie sein wird. Und hier geht es um Tausende von Leuten, die die AfD nach außen repräsentieren. Ganz wichtig also. Erste Frage. Zweite Frage. So, eingeblendet, von wem sie ist, haben wir ja auch. Liebe Grüße an Uwe. Ja. Uwe ist übrigens unser Verteilungsminister. Genau. Haben wir schon öfter mal erwähnt. Verteilungsminister von Thüringen. Ja, genau. Ja. Nächste Frage. Das Heizungsgesetz, wie weiter? Augsburg will sich von Gas verabschieden, andere Großstädte wollen folgen. Ist dann Frieren angesagt? Genau. Ich friere ja oft. Ja, also Augsburg ist in den Gazetten zurzeit, weil Augsburg gesagt hat, wir werden in den nächsten Jahren nach und nach das Gasnetz stilllegen. Augsburg hat, glaube ich, eine CSU-Oberbürgermeisterin und die wird aber von den Grünen gestützt. Da sieht man also, was dabei rauskommt, wenn CSU oder CDU mit Grünen regieren, auch nur Murks. Und da muss jeder wissen, jeder, der die CDU wählen will, muss wissen, er hat hinterher die Grünen mit in der Regierung sitzen und der ganze Murks geht so weiter, wie es bisher auch ist. Ohne Grüne geht es nur mit uns. Das ist der Augsburger Weg. Heizungsgesetz, kurze Antwort, schaffen wir ab. Wir machen es auch nicht wie die CDU, die sagt, wir schaffen es ab, machen es ein paar Jahre später. Wir sagen, mit uns gibt es so einen Unsinn überhaupt nicht. Was gibt es mit uns noch nicht? Ich glaube, wir sind ein bisschen im Zeitdruck, oder? Da machen wir eine Extrasendung zu, was es ohne uns nicht gibt. Antworte einfach auf meine Fragen. Mit uns gibt es keine unvernünftige Politik. Um das mal in einem Satz unterzubringen. So, nächste Frage. Was hättest du denn geantwortet? Ich hätte gesagt, zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetz, weil das gerade aktuell ist. Ist ja unvernünftige Politik. Ja. Also ab nächste Woche kann jeder das Geschlecht frei auswählen. Ich freue mich schon. Ja. Bist du auch dabei? Ich bin bei der Abstimmung hoffentlich morgen noch dabei, dass ich Nein sagen kann. Bei dem anderen Geschlecht nächste Woche. Beim Geschlecht wechseln? Ja. Ich mal gucken, wenn es mal Vorteile gibt. Ich bin dran. Ja. Ich meine, man muss ja auch nicht dann anders heißen, oder? Ich kann ja Alexandra heißen und trotzdem sagen, ich bin ein Mann. Wo hat man jetzt Vorteile, wenn ich jetzt eine Frau würde? Wo hätte ich da Vorteile? Würden mich jetzt andere Männer heiraten wollen und so? Na, weiß ich nicht. Nicht jede Frau wollen andere Männer heiraten. Okay. Wo wäre mein Vorteil, wenn ich jetzt Frau würde? Eher in Rente? Ist das noch? Mir würde die Tür aufgehalten. Ja. Öfter mal. Das stimmt. Mir würde in den Mantel geholfen. Ja. Und solche Geschichten. Eher in Rente ist, glaube ich, vorbei. Ist vorbei, ja. Habe ich verpasst. Schade. Da muss es machen wie Zuwanderer und sagen, ich bin eigentlich viel jünger, sagen sie jetzt noch. Ja. Ich bin viel älter. Also ich bin schon 67. Ja. Jetzt möchte ich definiere mich einfach als mir das 67-Jähriger und ob das jetzt wird nicht überprüft, da geht hier gar nichts an. Viele schreiben mir auch, mein Hund fühlt sich als Katze, ich zahle keine Hundesteuer mehr. Richtig, genau. So. Oder meine Gasheizung fühlt sich als Wärmepumpe, deshalb habe ich damit gar kein Problem. So, dritte Frage. Wie kann Sarah Wagenknecht entzaubert werden und wie kann die AfD bzw. wir als Anhänger in kleinen Städten und auf dem Land mehr Wähler gewinnen? Dort spüren die Menschen die Zuwanderung nicht so intensiv. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, 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 aber also mich aber persönlich. Die wollen es gar nicht spüren. Mich persönlich hat Sarah Wagenknecht auch noch nie verzaubert. Also für mich gibt es da gar nichts zu entzaubern. Das mag den einen oder anderen jetzt enttäuschen. Sie ist ja sehr präsent gewesen in den Medien, wurde hofiert immer so ein bisschen als Alibi-Oppositionspolitikerin. Um uns nicht einladen zu müssen, hat man sie eingeladen. Mhm. Und so, sie kommt ja auch sehr eloquent und sehr ordentlich rüber. Sie ist ja auch sehr attraktiv. Hat partiell, das hast du gesagt, hat partiell sehr gute Ansichten. Man muss aber wissen, sie ist seit immer schon in der SED, in der Linken und jemand, der so viele Jahre in den Linken ausgehalten hat, der ist per se schon, sag ich, mit der Kneifzange maximal anzupacken. Sie hat so, wie gesagt, so ein paar lichte Augenblicke, lucidum intervallum, der lichte Augenblick, sagt der Lateiner, aber sie will eine andere Politik. Sie möchte Sozialismus, Kommunismus pur, die kommt ja von der kommunistischen Plattform. Also man darf sich da, auch wenn sie attraktiv aussieht, nicht verführen lassen. Sollte das Original wählen, nämlich uns. Auf dem Land sind wir sehr stark, auch wenn die Zuwanderung da Gott sei Dank noch nicht so spürbar ist. Aber die Leute auf dem Land haben natürlich andere Probleme. Die merken, es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr, es machen die Gaststätten zu, es gibt keine Apotheken mehr, keine Bargeldversorgung. Und solche Geschichten. Also auch da haben wir natürlich ganz vernünftig Ansätze zu sagen, ländlichen Raum stärken, damit die Menschen im ländlichen Raum bleiben. Vielleicht auch noch dahin ziehen, um ihn wieder zu stärken, den ländlichen Raum. Was auch dann die Situation in den Städten entspannen würde. Nächste Frage. Wie ist die Haltung der AfD zum Ukraine-Krieg? Ja, Krieg ist Mist, ich sag das mal so. Und zwar überall, insbesondere in der Ukraine, weil es halt für uns geografisch der nächste Krieg ist. Er sollte lieber heute als morgen
aufhören. Dafür würden wir auch stehen, dass wir sagen, es müssen diplomatische Möglichkeiten geschaffen werden. Es ist ja, wenn man das vergleicht mit dem Gaza-Krieg, Israel-Gaza-Konflikt, Gaza-Krieg, da sagt jeder jeden Tag, es muss Waffenstillstand her, bleibt auf dem Teppich, bringt nicht so viele Leute um. Und jeder, der sagt, Israel hat das Recht zur Selbstverteidigung und die dürfen sich wehren, der ist gleich hier ein Kriegsverherrlicher. Auf der anderen Seite ist jeder, der im Ukraine-Krieg sagt, denkt doch mal drüber nach, mit dem Krieg aufzuhören, sofort ein Putin-Kniff. Also das ist völlig irrational, die Debatte, die da stattfindet. Jeder Krieg, der anfängt, ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Politik. Nur haben wir diese beiden Kriege und es muss alles getan werden, die beiden Kriege sofort zu beenden. Das wird in der Ukraine, wenn wir was zu sagen hätten, würde es dazu führen, dass wir zumindest versuchen würden, einen Gesprächskanal herzustellen und hinter den Kulissen, und so fängt es ja meistens an, Gespräche anzubahnen, die zu einem ganz schnellen Waffenstillstand führen. Und da muss man sich halt irgendwie einigen. Das ist halt ist immer so. Doof für die eine oder für, vielleicht auch für beide Seiten, aber irgendwie eine Einigung muss her. Weil Kriege enden irgendwann, je schneller, desto besser. Ja, so je weniger Tote, desto besser, oder? Jeder Tag mehr sind mehr Tote. Viel zu viele. Ja. Und unsere letzte Frage, was geschieht mit der Doppelbesteuerung der Rente? Naja, kommt drauf an, wer regiert, oder? Richtig, kommt drauf an, wer regiert. Wir halten das für ungerecht, dass diese Umstellung des Systems auf die nachgelagerte Besteuerung. Wir müssen allerdings auch dazu sagen, sogar wenn wir morgen anfangen würden zu regieren, wäre das übermorgen nicht anders, weil so eine Umstellung eines Rentensystems dauert Jahre, Jahrzehnte. Das ist ja genau, wie es jetzt auch ist. Wenn man das rückabwickeln wollte, da werden ja zig Milliarden, Billionen Beträge werden ja da umgeschichtet auf die Jahre gesehen. Aber wir würden zu dem alten Zustand weitestgehend zurückkehren, wie es also vorher war. Ja, also keine Doppelbesteuerung. Richtig. Ja. Also ja, Doppelbesteuerung sowieso nicht, aber auch die nachgelagerte Besteuerung, die als Doppelbesteuerung ist, aber wobei die vorgelagerte Besteuerung immer weniger wird und die nachgelagerte immer mehr, auch diesen Wechsel halten wir für falsch. So, das war's schon. Sind wir durch? Jetzt gehe ich runter unter die richtig Kuppel hier in den Sitzungssaal und mache meinen EGF-Dienst. Wir sehen uns. Und heute Abend freuen wir uns nochmal auf die Besuchergruppe. Absolut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche aus Gera. Wir hatten es denn? Aus Gera, genau. Oberbürgermeisterwahlkampf. Das ist... Findet da statt. Findet genau. Da statt, genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.